Hallo zusammen und herzlich willkommen. Ich bin zwar nicht die Lana, aber ich bin heute wieder einmal zu Gast bei Lana. Und keine Angst, ich werde die Lana nicht vertreten. Stattdessen möchte ich einfach die Lana ankündigen, the one and only, die so eine überragende Arbeit einfach leistet, ja. Sie ist nicht nur authentisch, sie ist echt, ja. Sie hat ein echtes Herz und nur wer echt ist, kann Echtes vollbringen. So. Herzlich willkommen, liebe Lana. Applaus. Dankeschön, Dankeschön. Das ist jetzt mal eine Einleitung, wie ich sie noch nie hatte. Also das ist, ich werde ja schon ganz rot. Wahnsinn, Wahnsinn. Ja. Heute zu Gast und vielen, vielen Dank fürs Kommen ist der Schubi. Ja, den kennt ihr ja schon aus einigen Videos. Er ist ja der Gott für Thema Rohkost, für Thema Gesundheit. Ja, das kann man so schon auch mal stehen lassen. Und zudem ist er auch Wasserreferent. Also er kennt sich mit dem Thema Wasser super, super gut aus. Und ich weiß, dass das Thema Wasser jeden betrifft und ich bekomme ganz, ganz viele Fragen dazu und ich bekomme auch in meinem Freundeskreis und in meinem Umfeld mit, dass ganz, ganz viele Menschen auch so Wasserabos haben oder halt täglich auch zum Getränkemarkt fahren und Wasser holen. Deswegen heute ganz, ganz wichtig, welches Wasser ist gut? Gibt es da Unterschiede? Was würde der Schubi uns empfehlen? Und vor allem auch, ich habe hier mal so ein paar bekannte Marken gekauft. Auch Marken, die es so im Supermarkt gibt, Aldi und Co. Und wir werden das Wasser heute auch testen, weil dadurch, dass der Schubi eben Wasserreferent ist, hat er hier bestimmte Gerätschaften, die eben ja Indikationstropfen und so weiter dann uns zeigen können, welche Wasserqualität es hat. Und ich würde vielleicht vorschlagen, dass du vielleicht mit ein paar grundlegenden Dingen rund ums Thema Wasser beginnst, was man wissen muss, was so die Basics sind. Und dann starten wir so ins Thema. Gerne, ja. Also liebe Freunde, nochmal Hallo von mir und vielen, vielen Dank natürlich an die Lana, dass ich wieder bei dir zu Gast sein darf. Sehr, sehr gerne. Wichtig ist einfach zu wissen, erstmal der Mensch, wir bestehen zu 70% aus Wasser. Aus Wasser, genau. Ja. Und ich glaube nicht an Zufälle und so wie es Gott wollte oder will, besteht auch die Erde zu 70% aus Wasser, ja. Das können wir vielleicht einblenden, 96% davon sind Salzwasser, das können wir nicht trinken, sonst verdursten wir. Ja. 4% davon sind Süßwasser und nur 0,4% tatsächlich ist reines Trinkwasser, so wie es unsere Urahnen halt eben abgezapft haben. Also das Thema Wasser wird in ferner Zukunft aufgrund dessen, dass es viele Firmen gibt und auch große Konzerne, die einfach auch das Wasser woanders abzapfen, in Ländern, wo das mehr benötigt wird und dann das hier verkaufen. Ja, also das wird ein spannendes Thema sein. Wichtig ist wirklich zu wissen, was viele draußen nicht wissen, wir brauchen zellverfügbares Wasser. Das bedeutet, Wasser hat eigentlich nicht eigentlich, sondern hat nur eine einzige Aufgabe. Dies bestätigen sehr, sehr viele Professoren und auch Wissenschaftler, Forstwissenschaftler, die in den letzten 100 Jahren damit verbracht haben, einfach sich mit dem Thema zu beschäftigen, dient als Lösungs- und Transportmittel. Das heißt, Wasser sollte einfach bei uns, da wir aus 70% Wasser bestehen, ja, brauchen wir Wasser tagsüber und zwar nicht zu wenig, damit es einfach seine Aufgabe im Körper erfüllt. Ja. Und Wasser, was schon gesättigt ist, voll besetzt ist mit Mineralien, kann seine Aufgabe nicht erfüllen. Das ist ganz einfach. Das ist so, wie wenn wir auf den Bus warten und der Bus kommt, der ist voll und der Busfahrer fährt komplett durch, weil er einfach keinen mehr mitnehmen kann. Und die meisten Wasser sind einfach mit vielen Zusätzen, unter anderem auch Fluoride, Chloride und viele Dinge, die einfach da nicht reingehören, meiner Ansicht nach. Vor allem Fluoride, ich würde euch gerne mal mit dem Thema beschäftigen, was diese eigentlich mit uns ausrichten, mit unserem Darm. Das ist super, super spannend. Ja. Und also das, was ich ja auf jeden Fall schon immer mache, schon ewig, ist, dass ich schon mal stilles Wasser trinke und keins mit Kohlensäure. Genau. Jetzt geht es aber hier weiter. Jetzt steht hier stilles Wasser, Stiftung Warentest 1,8. Und dann steht jetzt hier, und das sind die Mineralstoffe, von denen du gesprochen hast, steht hier Natrium, Kalium, Magnesium, Calcium und so weiter. Und Fluorid steht hier auch 0,12. Ja, also das ist das, wo du sagst, es ist schon besetzt quasi. Ja, also das sind diese Inhaltsstoffe, die nicht da reingehören. Ja, also es gibt stromleitfähige Stoffe im Wasser und nicht stromleitfähige Stoffe im Wasser. Ja. Okay. Man muss auch verstehen, dass es grundsätzlich Mineralien gibt es auf der Welt. Ja. Es gibt die anorganischen Mineralien und die organischen Mineralien. Ja. So, diese sogenannten Organics, vielleicht klingelt es dabei einem oder anderen, bekommen wir einfach durch die Ernährung. Ja. Also die organischen Mineralien kriegen wir einfach durch die Ernährung, indem wir uns einfach ausgewogen gut ernähren. Ja. Die anorganischen Mineralien, wie zum Beispiel Schwefel, Rhodium und so weiter, Silizium etc., das braucht natürlich der Körper auch.
kommt in der Regel in den Gesteinsbergen, ja, das ist halt ziemlich schwul, kein Problem, auch vor, ja. Wenn man irgendwo in der Natur ist, vielleicht eine unberührte Natur, vielleicht Kanada oder Schweiz oder Österreich, dann gibt es dort verschiedene Quellen, ja. Und wenn man einfach an diesen Quellen hingeht, da sieht man oft, dass diese Quellen wirklich komplett, wirklich so wie es die Natur einfach auch möchte, durchfließen. Und somit wird das Wasser einfach automatisch energetisiert, restrukturiert, so wie es der Viktor Schauberger, kann ich jedem empfehlen, sich mit diesem Mann mal zu beschäftigen, beschrieben hat, hat es eine Auswirkung auf unseren Körper. In der Regel gibt es einen kleinen Mineraliengehalt, vor allem gerade in den Gegenden, wo Vulkane sind, ja, Vulkansteine. Mm-hmm. Aber die Natur weiß es einfach ganz genau exakt. Und die Menge, die da vorgegeben ist, die natürliche Menge, ja, die ist wirklich sehr, sehr, sehr gering. So dass es einfach für unseren Tagesbedarf eigentlich auch vollkommen in Ordnung ist. Ja. Und der Mikrosiemens, ja, was ganz wichtig ist, hat der liebe Dr. Professor Louis-Claude Vincent herausgefunden damals in einer langjährigen Studie. 12 Jahre lang ist er durch Frankreich damals gereist und hat einfach eine Studie durchgeführt. Aha. Kam mit dem folgenden Fazit: je gesünder die Menschen, je gesünder das Wasser und desto gesünder die Menschen und andersrum halt eben genauso. Ne? Und deshalb ist es einfach wirklich elementar wichtig zu wissen, welches Wasser trinke ich, ja? Ja. Und wie wird das zubereitet und was hat das für eine Auswirkung auf meinen Körper? Mein Leben hat uns 10-fache, uns 100-fache verbessert und verändert und somit habe ich mich entschieden, als Wasser tätig zu sein und die Menschen kostenlos einfach über das Thema aufzuklären. Ja, ja. Was deine Empfehlung ist, das schreiben wir vielleicht auch unten in die Infobox als Link. Ihr könnt den Schubi gerne kontaktieren für mehr Informationen. Sehr gerne. Aber heute zum Thema Wasser kaufen. Sprich, ich habe jetzt hier also einmal ein handelsübliches Wasser, was es in jedem Discounter gibt. Dann habe ich hier die Marke Vittel. Das ist das, was ich früher immer gerne getrunken habe. Hör mal weg. Dann habe ich hier das, was es immer im Restaurant gibt, ja, dieses San Pellegrino. Das ist ja immer so dieses teure Restaurantwasser. Das gab es jetzt auch nur mit Sprudel. Und dann haben wir hier einmal eins von Plose. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Und ich habe einmal noch hier mein Leitungswasser. Ja, das ist ja auch immer so die Alternative. So, das heißt, diese 5 Varianten würden wir jetzt gerne testen. Mhm. Wie fangen wir an? Das schaut ja schon mal alles sehr, sehr gleich aus für mich. Genau, also der sichtbare Effekt ist natürlich immer gleich. Das Wasser sieht klar aus, super, also muss es auch gut sein. Lichtneutral, jetzt machen wir aber den Test, und zwar den Mikrosiemens-Test, ja? Das ist, vielleicht magst du es kurz zeigen. Ja, ist das aus. Ist das, was du vorhin erwähnt hast. Also es ist aus, und wenn ich das jetzt auf, kannst gerne du mal auf On drücken einfach, glaube ich. Ja. Genau. Und dann sieht man das ganz, ganz genau. Das ist 0 und oben drüber ist der Mikrosiemens, ja. Und wir testen jetzt die stromleitfähigen Stoffe, ja, weil Wasser meistens einfach auch, ja, besetzt sind mit bestimmten Stoffen, die einfach nicht da reingehören, unter anderem auch Schwermetalle, Antimon und so weiter, ne? Was viele Leute nicht wissen. Und deswegen, es gibt einmal die Messung, das kann natürlich auch jeder zu Hause machen. Oder, also könnt ihr gerne auch sowas, gut, das ist jetzt relativ teuer als Wasserreferent, das kostet ungefähr 300, aber man kann für 20, 30 Euro sich so ein Gerät auch bei Amazon besorgen, das selber testen. Mhm. Und einfach mal zu sagen, ja gut, ich will es selber testen. Oder halt einfach das Wasser im Labor schicken und auf jede einzelne Stoffe testen. Oder einfach das Video schauen und das Fazit für sich rausziehen. Und das messen wir jetzt einfach. Hast du vielleicht ein Tuch, dass wir es abwischen können? Ach komm, ich. Ja. So. Und das darfst du jetzt einfach bei dem ersten... Reinhalten? Muss ich irgendwas drücken? Nee, gar nicht. Einfach reinhalten und vielleicht das zeigen. Einfach reinstellen, reinhalten. So. Sieht man das? Ja. Genau, was sagen jetzt diese Werte aus? Genau. 314. Genau, das heißt, das hat irgendwelche stromleitfähigen Stoffe... und es sind insgesamt 300, über 300. 300 Stoffe sind da jetzt. Genau. Und der optimale Wert, was der Professor damals herausgefunden hat, sollte unter 90 sein. Ja, also unter 90 Mikrosiemens, ja. Okay, idealerweise, sage ich, sollte das Wasser unter 50 Mikrosiemens sein. Weil so kann es einfach seine Aufgabe erfüllen, ja. Nur so kann es seine Aufgabe erfüllen. Oh wei, also raus. Das ist auf jeden Fall raus. Ja, okay. Also zumindest, es gibt ja noch einen zweiten Test, zumindest was diesen Mikrosiemens-Wert angeht. Ist das richtig? Genau, das ist Mikrosiemens, das andere ist die... So. Was hat das für einen Wert? Du kannst ruhig fallen lassen einfach. Ach so. 500 was?
581. Ich zeige es gerne nochmal. Also nicht dein Ernst, das habe ich über Jahre getrunken. Plus minus, ja. Oh Gott, da muss ich einen Horroranruf bei meiner Schwester machen. Die bestellen das nämlich immer oder kaufen das. Ja, also das erfüllt definitiv nicht seinen Zweck. Und jetzt alle Mann festhalten. Jetzt kommt das Wasser, was ich immer im Restaurant ja bekomme, wenn ich das bestelle. Und da kann man ja auch nicht sagen, ich möchte ein anderes. Ich tippe mal, es wird über 1000 sein. Nicht dein Ernst. Oh Gott. Oh mein Gott. Nee, lass es ruhig drin. Genau, lass es ruhig einfach mal nicht berühren, einfach wirklich mal blunken lassen. Soll ich es so loslassen? Genau. Ja, okay. Ja. 913. Es war am Anfang bei 1000. Runter. Genau, richtig, ja. Also definitiv viel zu viel. Es hängt natürlich auch damit zusammen, dass da drin einfach auch sehr, sehr viele Mineralien sind. Das heißt, das Wasser ist definitiv übersättigt und krass, geht eigentlich krass. Das Schlechteste. So durch, ja. Das Schlechteste bisher. Und jetzt kommt Plose. Und das dürfte... Plose ist total unbekannt, kannte ich vorher nicht. Unter 30 dürfte es sein. Vielleicht 30. Ist in Ordnung. 45. Genau. Okay, ja, also das hat jetzt am wenigsten Stoffe drin. Genau, und wenn man, wenn man in der Natur draußen ist, wie gesagt, irgendwo... Was hat denn so Quellwasser? Genau. In der Regel, also Regenwasser, ich habe es mit meiner Regenrinne, die nicht wirklich sehr sauber ist, gemessen. Mhm. Das war bei 30, 32. Ja. Okay, also lieber Regenrinnenwasser bei mir. Ja. Ist Spaß beiseite, ich habe ein Wasser gestern noch gesucht, krampfhaft, und zwar Lauretanerwasser. Mhm. Das ist wirklich optimal. Gibt's hier nicht. Ich war in 3 Getränkemärkten. In Bayern ist es anscheinend schwierig, das Wasser zu bekommen. Was denkst du denn, was das für einen Wert haben sollte? Das liegt in der Regel bei 20. Okay. Bei 20. Okay. Das ist also 20. Super. Genau. Perfekt. Aber Plose ist, wie gesagt, auch ganz, ganz gut. Jetzt haben wir noch das Leitungswasser, das letzte. Genau, Leitungswasser 0 und ja, 451. Ne? Ganz gerne. Okay. Zeigen. Also auch durchgefallen. Durchgefallen. Ja. Das Problem bei normalem Trinkwasser, was jeder wissen sollte da draußen, ist die Trinkwasserverordnung, was viele Leute nicht wissen, hat eine Vorgabe, nach maximal 32 Schadstoffen zu überprüfen. Ja. Das ganz große Problem ist, wir haben über 30.000 Schadstoffe. Und die werden nicht geprüft. Die werden leider nicht geprüft und die Kläranlagen kommen einfach auch nicht damit hinterher, ne? Weil jeder zu Hause einen ganz anderen Lebensstil, sage ich jetzt einfach mal, was da im Klo alles so entsorgt wird, und wer wirklich glaubt, dass das Wasser aus der Toilette und das, was aus dem Hahn rauskommt, nicht das Gleiche der ist, irrt. Der irrt auf jeden Fall, das ist halt einfach wichtig. Ne? So. Also das waren die stromleitfähigen Stoffe. Okay, Test Nummer 2. Werde ich hier eine Industrie-Seifenlauge-Indikator jeweils pro Glas 2 Tropfen eingeben und diese ein bisschen kurz ziehen lassen, und das sorgt dafür, dass einfach die nicht stromleitfähigen Stoffe entlarvt werden, die sich im Wasser befinden, unter anderem bestimmte Mineralien, aber auch andere Substanzen, wo ich nicht weiß, was genau da drin ist. Müsste man einfach im Labor... Nicht, dass da jetzt irgendwas anfängt zu krabbeln und auf einmal rauszuwandern. Nee, das eher nicht. Aber ja, genau, also... Oder ist Färbchen zu schwarz? Oh Gott. 1, 2. Also diese Indikationstropfen bewirken eben das, dass man die Dinge, die man eigentlich nicht sieht im Wasser, jetzt entlarvt sichtbar werden. Die werden entlarvt. Richtig. Okay, sollen wir das so ein bisschen rühren, oder? Genau, kannst du gerne ein bisschen rühren. Und dann darfst du das sehr gerne... Ach, Freunde. Es hört doch nie auf mit dem Lernen. So, man merkt jetzt hier bildet sich schon etwas. Vielleicht gibst du es ein bisschen, weil wie man das, ja. So, okay. Ich denke, dass man du kannst ja einfach auch ein Foto, Fotos machen. Oh Gott, was ist das? Schaut aus wie so eine Wolke, die da drin ist. Wenn ich das wüsste, aber es gehört definitiv nicht im Wasser. Also es ist auf jeden Fall nicht klar, ne? Ihr seht, das schwimmt. Nope. Ach, doppelt durchgefallen. Doppelt durchgefallen, Stiftung Warentest 1,8, ich sag's nochmal dazu. Zudem, Plastik spielt auch eine ganz, ganz, ganz wichtige Rolle. Ja. Mikroplastik, wir haben nicht nur ein PET- und ein Bisphenol-Problem, sondern tausende Stoffe, von denen wir keine Ahnung haben, was diese im menschlichen Körper halt eben bewirken. Ja.
Oh wei, oh wei. Was, also das mag man jetzt nicht mehr trinken. Das sind also Feinstpartikel von Sachen, die man nicht weiß, was es genau ist. So, was haben wir jetzt hier? Weißt du, was das Verheerendste ist? Ja, erzähl. Die Wasserindustrie. Das also schaut gar nicht so schlimm aus. Ach, nicht unten. Trinkwasserverordnung, okay. Sondern die Wasserindustrie. Ja, die weiß das. Die haben sogar nur die Regelung, nur nach 16 Stoffen zu prüfen, nicht nach 32. Oh, noch schlimmer. Noch schlimmer. Ja. Noch schlimmer als hier bei Plosel sieht man das relativ klar. Wenig. Ein bisschen was aber ist drin. Auch nicht ganz. Aber am wenigsten von allen, ja, auf genau. Jeden Fall. Okay, und dann haben wir hier mein Leitungswasser. Sie. Das ist schon sehr traurig, ne? Muss man sagen. Aber es ist halt die Wahrheit. Es ist halt die Wahrheit. Und nur weil man die Augen verschließt, heißt es nicht, dass die Wahrheit nicht trotzdem da ist und dass du es nicht trotzdem jeden Tag trinkst. Ne? Weißt du, nochmal ganz kurz als Ansatz. Ja, es ist wichtig für die Zuschauer einfach zu verstehen, wirklich. Ja, und das kannst du ja gerne vielleicht nachher nochmal einblenden oder davor. Wenn wir zu 70% aus Wasser bestehen, ja. Brauchen wir ganz, ganz dringend Wasser. Und wir brauchen wirklich reines Wasser. Ja. Ich kann dir nachher kurz eine Liste zeigen, was Wasser wirklich für eine Aufgabe im Körper hat, ja, bevor gerne. Es zu lang wird. Dann kannst du es einfach einblenden. Ja. Es ist ganz wichtig zu verstehen, weil wir können nicht einfach tagsüber mit Cola, mit Fanta oder mit anderen Sachen einfach überleben, weil diese dafür eher sorgen, dass wir dehydrieren. Ja. Zum Beispiel Kaffee, aber auch Tee. Ne. Also das spreche ich auch an und das zeige ich auch wirklich aus biochemischer Hinsicht, zeige ich das einfach auch wirklich ganz klar und deutlich, was für eine Auswirkung das einfach hat und warum das so ist. Und das ist einfach wichtig zu verstehen, auch wenn wir Hände waschen. Ja. Wir würden uns niemals die Hände waschen mit Cola. Ja. Wir würden niemals Fenster putzen mit reinem Wasser. Ja, ja, und das stimmt. Wir haben 80.000 Kilometer wässrige Leitung in unserem Körper. Wahnsinn. Und was brauchen die? Die brauchen Wasser. Wasser. Das war sehr verfügbar. Ja, also ich mache mir immer dieses Beispiel auch so ein bisschen im Kopf, verdeutliche ich mir das. Wir können sehr, sehr lange ohne Essen überleben, fasten. Gibt es Studien oder gibt es auch Leute, die das gemacht haben, bis zu 40 Tage. Empfehle ich jetzt niemandem, 40 Tage zu fasten, aber ist möglich. Aber wie lange können wir ohne Wasser überleben? Ja, das funktioniert also nicht so lange. Und da sieht man die Wichtigkeit des Wassers auf jeden Fall. Ne? Also Wasser ist super, super wichtig, auch wichtiger vielleicht auch als Ernährung. Das muss man schon nochmal dazu sagen. Wobei man über Nahrungsmittel natürlich auch Wasser aufnehmen kann, indem man sehr, sehr wasserhaltig ist. Ja? Zum Beispiel, aber als Fazit hier, was wir auf jeden Fall alle, glaube ich, mitnehmen können, ist, dass das hier alles raus ist. Das ist halt einfach alles mein Ex-Wasser quasi. Und das Einzige, was man sich kaufen kann, was auch hier deine Empfehlung genau. ist Plose oder Lauretana. Ja. Oder Lauretana. Aber langfristig geht es halt auch an den Geldbeutel. Genau, langfristig geht es an den Geldbeutel. Also das als Empfehlung für Menschen, die quasi so ein Wasser zum Beispiel Abo haben oder sich regelmäßig Wasser holen. Aber wenn ihr natürlich den Rolls-Royce haben wollt unter dem Wasser, dann kommt ihr nicht darüber hinweg, euch ein Filtersystem zu holen. Und zwar ein richtig, richtig hochwertiges, wofür auch der Schube ja steht und referiert. Und wenn ihr da Interesse habt, wie gesagt, Link packe ich euch in die Infobox. Schreibt ihn gerne an. Er steht euch für allerlei Fragen zur Verfügung und wie gesagt auch kostenlos. Genau, die Info ganz wichtig zu erwähnen, also die Information, das Webinar biete ich via Zoom kostenlos. Wahnsinn. Und ihr habt natürlich auch danach die Möglichkeit, kostenlos an der Trinkstudie 7 Tage teilzunehmen. Und das Wasser zu testen. Und danach setzt euch auch keiner die Pistole auf die Brust. Ich mache es auf jeden Fall. Kein E-Mail-Marketing oder sonst was. Sonst würde ich das hier auch nicht so als Link reinpacken, mache ich nicht. So, in diesem Sinne, ich hoffe, wir konnten euch ein bisschen die Augen öffnen. Für mich auf jeden Fall sind die Augen jetzt ganz, ganz offen. Also was soll ich jetzt damit? Das sind sie sowieso. Jetzt schon noch mal mehr. Vielen Dank für dein Wissen, dass du das mit uns teilst. Es ist echt ein Augenöffner. Und wie gesagt, diese zwei Sorgen, wenn ihr ein Wasserabo habt, ist auf jeden Fall eine Lösung, eine bessere Lösung. Wenn man sowieso schon Geld ausgibt für Wasser, dann sollte man sich für die bessere Variante entscheiden. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn dem so ist, lasst uns gerne einen Daumen nach oben da. Da würden wir uns sehr drüber freuen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut, ciao. Bye, bye. Wieder lernen.